Wir sind heute in Greifswald vom Landesverfassungsgericht. Wir wollen hier eine einstweilige Anordnung durchdrücken. Das ist ein Teil eines Verfahrens gegen die Funktionszulagen, die sich die etablierten Parteien in Schweriner Landtag gönnen, weil die den Hals offensichtlich immer noch nicht voll kriegen. Und naja, also diese wahren Verfassungshüter, die wollen halt immer noch mehr Geld, weil ihnen die Idee nicht reicht. Und da gibt es auch einschlägige Kommentare dazu, dass das rechtswidrig ist. Und dann natürlich die Leute, die sich dieses Geldes bedienen, nicht dagegen klagen werden. Bedarf es der NPD, um da mal ein bisschen nachzuhelfen. Und genauer kann das unser hervorragender Rechtsanwalt, der Peter Richter, hier erklären, der auch das Verfahren für uns führt. Ja, es geht hier heute am Landesverfassungsgericht um die Zahlung von Funktionszulagen durch die Landtagsfraktionen von SPD, CDU und der Linken. Das Bundesverfassungsgericht hatte bereits vor einigen Jahren entschieden, dass Funktionszulagen für die Wahrnehmung besonderer Aufgaben innerhalb des Parlaments, innerhalb von Fraktionen eben nur zulässig sind für den Parlamentspräsidenten, für seine Stellvertreter und eben für die Fraktionsvorsitzenden. Vorliegend werden jedoch auch Zahlungen geleistet an die stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden und an zahlreiche Arbeitskreisleiter innerhalb der Fraktionen. Und das ist eben nach ständiger Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts unzulässig. Gleichwohl wird in sämtlichen Parlamenten Deutschlands, auch im Deutschen Bundestag und insbesondere eben halt hier im Landtag von Mecklenburg-Vorpommern, werden diese Zulagen gezahlt. Wir sind hier eben der Auffassung, dass das verfassungswidrig ist, dass dem Einhalt geboten werden muss und dass es nicht sein kann, dass eben halt hier sich die übrigen Fraktionen hier derart schamlos aus der Staatskasse selbst bedienen und dabei noch die ständige Rechtsprechung des BVFG missachten. Das muss abgestellt werden, deswegen sind wir heute hier und deswegen beantragen wir die einstweilige Anordnung. Ja, liebe Landsleute, die NPD ist heute hier in Greifswald am Landesverfassungsgericht, weil wir auch politisch ein Signal setzen, konsequent gegen Steuermissbrauch vorzugehen und die Selbstbedienungsmentalität der Altparteien anzuprangern. Die Altparteien haben die Staatskasse zu einem Selbstbedienungsladen verkommen lassen und dagegen wollen wir juristisch sachlich begründet vorgehen. Und heute haben wir einen ersten Termin von wahrscheinlich mehreren Terminen und wir nehmen das zum Anlass, die Bürgerinnen und Bürger im Lande zu informieren. Ja, also das Landesverfassungsgericht hat jetzt heute die mündliche Verhandlung durchgeführt. Die Präsidentin hat zu erkennen gegeben, dass das Gericht hier nach wie vor skeptisch ist, die von uns beantragte einstweilige Anordnung zu erlassen. Man muss jetzt schauen, was dabei herauskommt. Im Laufe des Tages wird das Urteil verkündet werden. Falls das Urteil zu unserem Nachteil ausfallen sollte, dann wird auf jeden Fall hier der rechtliche Kampf weitergehen. Wir werden weiter dafür Sorge tragen, dass hier die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts beachtet wird im Landtag, dass die zulässigen Zahlungen bezahlt werden und die unzulässigen Zahlungen eingestellt werden. Und insoweit wird auch das heutige Urteil mit Sicherheit nicht das letzte dieser Sache sein.